Guten Tag, meine Damen und Herren, in diesem neuen Newsletter-Beitrag. Wie schon angekündigt, soll es ja dieses Mal um den Bassbogen gehen. Und ich habe jetzt Ihnen einmal einen solchen Bassbogen mitgebracht. Und wir können mal einen kleinen Vergleich einstellen mit dem Cellobogen. Schauen Sie sich mal den Bassbogen hier an. Sehen Sie, der hat einen ganz anderen Frosch hier unten mit einer ganz anderen Höhe als so ein Cellobogen. Ich kann ja mal einen Vergleich den Cellobogen dazu nehmen. Halten wir es mal gleich daneben. So, jetzt können Sie es sehen. Schauen Sie mal. Der Frosch ist komplett anders gebaut. Und es geht einfach eben darum, dass wir ja Cello- und Geigenbögen mit dem Obergriff nehmen. Ja, so. Aber den Kontrabassbogen, den greifen wir im sogenannten Untergriff. Da wird die Stange hier in die Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger genommen. Und die Finger hier um den Bogen rumgeschlossen und der Daumen liegt oben drauf und der Daumen sorgt mit seinem Hebel für den Andruck des Bogens auf der Seite. Das ist dieses andere Prinzip des Untergriffes. Aber das zeige ich Ihnen jetzt einmal im Detail, in einer anderen Perspektive. So, in dieser etwas ungewöhnlichen Perspektive kann ich Ihnen aber die Sache ganz gut zeigen. Schauen Sie, ich lasse jetzt meinen Bogen, den halte ich hier mit meiner linken Hand, den lasse ich jetzt hier vor mir so stehen, dass der Frosch zu meinem Körper hin zeigt. Ja? Und jetzt gehe ich mit meiner rechten Hand her und lege hier diese Ecke des Bogens hier in die Beuge zwischen Daumen und Grundgelenk des Zeigefingers. Schauen Sie, das ist das Grundgelenk hier des Zeigefingers. Und da lege ich den Bogen jetzt hinein. Sehen Sie? Und was jetzt ergibt sich automatisch eins, nämlich diese Forderung, dass mein Handrücken, Sie sehen es hier, der Handrücken, senkrecht zum Bogen steht. Das ist die beste Basis, um hernach erst einmal einen geraden Strich hinzubekommen. Und was auch gleichzeitig passiert, ist, dass mein Daumen sich hier drüber so legt. Ja? Und jetzt bekomme ich gleich zwischen diesem Grundgelenk und dem Daumen einen Hebel. Und wenn ich den Arm leicht verdrehe, dann kann ich hier auf den Bogen Druck geben, und zwar in Richtung zu mir, zu meinem Körper hin. Das sehen Sie schon. Das halte ich jetzt mit der linken Hand etwas auf, aber das ist hier ganz gut möglich. Das ist das, was wir bei der Geige mit dem Zeigefinger machen. Das machen wir hier mit dem Daumen, nämlich das Aufstützen des Bogens auf die Seite gewährleisten. So, und jetzt geht es los und ich lege meinen Mittelfinger und meinen Zeigefinger hier an den Rand des Frosches an die Stange hin. Sehen Sie das? Hier ist der Frosch, der Rand vom Frosch. Und hier an der Stange so lege ich meine Finger hin. Sie sehen, die sind nicht flach, sondern auch gekrümmt. Wie immer, wenn wir beweglich sein wollen, brauchen wir immer leicht gekrümmte Gelenke. Der kleine Finger stellt sich unten an den unteren Rand vom Frosch. Sehen Sie das? Hier ist der Frosch, da stelle ich ihn hin. So. Der Ringfinger ist mehr oder weniger ohne Funktion. Den lasse ich einfach hier in die... Das Maul des Frosches, so nennt man das hier, diese innere Öffnung, die nennt man das Maul. Und da lasse ich den einfach so drin liegen, wie er einfach gerade fällt. Sehen Sie, und das ist meine Grundlage für einen Bogengriff. Und mit diesem Bogengriff kann ich jetzt eins nämlich ganz gut mit einem ausgestreckten Arm eine Bewegung pendeln. Und Sie sehen schon, im Prinzip ist mein Bogen jetzt in einer waagerechten Stellung. Und das ist das, was ich für einen geraden Strich am Bass dann auch brauche. Ja? Das ist also eine gute Ausgangsposition. Und wenn Sie jetzt mal noch eins beherzigen, wir haben ja immer diese Anforderung, dass wir einen flexiblen Bogenstrich haben wollen. Wir müssen also beweglich sein. Es geht im Prinzip darum, dass wir hier in der Hand eine Beweglichkeit aufbauen, die hier einen gewissen Ausgleich ermöglicht. Wenn ich also einen Aufstrich zum Instrument hin machen will, schauen Sie, dann muss meine Hand in der Lage sein, hier etwas nachzugeben und den Widerstand erstmal zu spüren und an den heranzugehen. Genauso im Aufstrich, da ziehe ich leicht mit der Hand. Sehen Sie, und hier ist eine gewisse Flexibilität vonnöten, die man jetzt mit der Zeit lernen muss. Ja, so, das ist die Sache, um die es im Prinzip geht.
Das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, ist eine Möglichkeit von vielen verschiedenen. Es gibt sehr viele Varianten dieses Bogengriffs und es ist wirklich so, dass verschiedene Kontrabassisten auch wirklich verschiedene Varianten propagieren und selber auch ausüben und die funktionieren auch alle und manche haben in der und der Hinsicht gewisse Vorteile. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man den Daumen gar nicht so quer oben drüber legt, sondern dass man ihn hier vorne mehr zum Zeigefinger legt. Das ist also eine Möglichkeit, die genommen wird. Die anderen tun eben, wie gesagt, den Daumen oben drauf. Und auch mit der Behandlung dieser mittleren Finger, dem Mittelfinger und dem Ringfinger, da gibt es auch Unterschiede. Wenn Sie also zu einem Kontrabasslehrer kommen sollten und Sie haben dieses Video gesehen, dann müssen Sie wirklich davon ausgehen, das ist nur eine von verschiedenen Möglichkeiten. Aber ich denke, eine ganz plausible Möglichkeit, mit der man gut durch den Anfang kommen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen.